Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Hier in Portemonnaie auf Portemonnaie, wie auch immer ihr möchtet. Wir sind dabei, drei der vier kleinen Strolche zu finden, die hier immer wieder die Lehrerin ärgern und nicht pünktlich zum Unterricht erscheinen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir die drei anderen finden werden, aber wir suchen sie. Wir suchen sie, bis wir sie finden werden. Und wenn das was länger dauert, dann soll das so sein. Uns wurde ja gesagt, sie haben uns ja gesagt, sie gehen nicht in Häuser. Das schränkt ja den Bereich, in dem sie sein können, eigentlich relativ gut ein. Lala. Relativ gut. Da. Da. Lala. La. Da oben war ja keines der Kinder. Was haben wir denn hier? Kein Kind. In dem. Also ich denk mal. Auf der Windmühle selber hier, das kann ja nicht sein. Oder auf dem Riesenrad, nennt es wie ihr möchtet. Das kann ja nicht sein, oder? Da kämen wir gar nicht dran. Ich bin mir relativ unsicher, wisst ihr das? In Gebäude gehen sie also auf jeden Fall nicht. Die Musik ist aber auch göttlich, oder? Hey, da sind sie doch. Also müssen wir die... Ah, wie ärgerlich. Ich fürchte fast, ja. Gut, nach dem Laden war die Aufgabe nicht mehr als aktiv markiert, sozusagen. Wir müssen sie nur neu starten. Das erklärt, warum die alle weg waren. Versteckt euch! Ja. Gutes Gelingen, meine Kleinen. Gutes Gelingen. Eines habe ich gefunden. War jetzt aber auch kein so gutes Versteck, muss ich sagen. Habt ihr es auch gesehen? La. Stolzer Sprung, Kleiner. Tja. Uhu, du hast mich gestoppt. Oh nein. Oh doch. Aber das war jetzt Nummer 1 von 4. Auf der Insel da. Da müsste auch einer sein, das wäre doch was. Nein. Oh. Das war nicht so gut. Schnell, Link. Schwimm. Nicht ertrinken. Okay, da haben wir 2 von 4 locker gefunden. Hier noch 2 weitere. So schwer kann es ja nicht sein, oder? Ah, das Spiel, Leute. Es ist so knuffig und putzig. Da. So. La. Die Musik ist aber wirklich göttlich, oder? Hallöchen! Ja, lauf nur.
Mir entkommst du doch nicht. Nein! Das hatten wir doch schon mal. Hier. Ist das ernst? Können wir die wirklich haben? Das ist ja gut für jeden von uns. Wie zum Beispiel, dass du Immanuel Kokfa super glücklich machst, wenn du ihm eine Fotobox bringst. So glücklich, dass er dir seine Galerie zeigt. Die Großen finden es irgendwie ganz toll, wenn ihre Freunde dasselbe Hobby haben. Die spinnen die Großen. Wenn ich mal groß bin, will ich nicht groß sein. Na toll. Ganz schön flink, der Kleine. Mensch. Na komm. So. Ach nö. Haha, aber noch hast du nicht alle geschnappt. Na, wart nur ab. Okay, die Hälfte haben wir. Ja, Immanuel Kokfa, dass der uns deine Galerie zeigt, wenn wir eine Kamera haben, eine Fotobox haben, haben wir bereits herausgefunden. Fehlen noch ganze zwei. Der war wirklich auf dem Baum drauf. Habt ihr das gesehen? Soll ein Scherz sein, oder? Der war auf dem Baum. Na, komm her. Ja, so viel dazu. Nein, hast du mich? Ist das traurig. Ja, 3 von 4. Sitzt der auf dem Baum? Ich dachte, ich sehe nicht richtig. La, da, 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 da. Okay, fehlt noch einer. Hoppla. Wir sind nicht in Gebäuden. Das heißt ja nicht, dass sie nicht durch Gebäude durchgehen, oder? Gehen wir nochmal hoch in Richtung der Riesenrad. Ja, Gondeln. Genau, Gondeln ist das richtige Wort. Vielleicht finden wir hier den letzten. Ihr seht, ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe mich auch nicht informiert. Also das Suchen und Finden gehört hier für mich einfach mit zu unseren Aufgaben. Das bringt uns auch nicht wirklich weiter. Wir bekommen nur einen schönen Überblick. Er muss hier irgendwo sein. Wobei die überraschenderweise alle unten in der Strandregion waren. La, 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 la.
Aber wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Weil auf dem Baum war ja eigentlich das gemeinste Versteck, oder? Weil wer läuft so durch die Gegend? Nein! Das war nicht gewollt. Da, 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 da. Okay. Und vorsichtig hoch. Aha. Ja. Da guckst du, ne? Schön hinter dem Gebüsch versteckt. Nicht so kleine. Ja, lauf so schnell du kannst. Das wird dir nicht nützen. Lauf, lauf, lauf. Uah. Konstelle Richtungswechsel, oder? Ja. Nicht schlecht. Oh, Backe, du hast uns tatsächlich alle vier geschnappt. Du hast gewonnen. Haben wir es etwa nicht mehr drauf? Jedenfalls hören wir ab heute damit auf, grundlos jeden zu ärgern. Verzeih uns unsere Fiesheiten und nimm bitte das hier an. Du hast ein Herzteil gefunden. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Also finde noch zwei, dann erhöht sich deine Energie um eins. Schön gereimt. Das ist unser allergrößter Schatz, aber du hast ihn dir echt voll verdient. Schließlich bist du der Meister im Versteckspiel. Das schafft Respekt. Ich weiß, eigentlich sollten wir das selber erledigen, aber könntest du dich vielleicht für uns zu Frau Lehrerin Marie gehen und dich entschuldigen? Danke. Hey, du! Es war nicht übel für ein Land... Was? Für eine Landpomeranze. Was ist das denn? Klingt böse. Okay. Frau Marie, ich habe eine gewisse Entschuldigung von ein paar gewissen vier Strolchen für Sie. Das ganze Moment, so. Mikrofon mal ein bisschen gerichtet. Liebe Frau Marie, kann ich etwas für dich tun? Sag mal, du bist doch zu ihnen gegangen und du hast ihnen irgendwas gesagt, oder? Naja, ich habe auch nämlich ein bisschen durch die Türspalt beobachtet, weißt du? Jedenfalls bist du wirklich ein lieber Junge. Hier, ein kleines Taschengeld als Dankeschön für dich. Du hast einen violetten Rubin gefunden. Er ist so viel wert wie 50 grüne Rubine. Ein breites Grinsen ziert dein Gesicht. Das sieht man. Aber sag niemandem etwas davon, ja? Okay, schön. Ja, haben wir es geschafft. 50 Rubine als Dank plus ein Herzteil, da hat sich's aber gelohnt. Wie es aussieht, hast du dich tatsächlich anstelle von uns bei der Frau Lehrerin entschuldigt. Sehr anständig. Naja. Wusstest du das eigentlich? Unsere Lehrerin, Madame Marie, hat bald Geburtstag. Boss, wir sollen dir etwas schenken. Red keinen Unsinn, wir sind die ganz kleinen Strolche und nicht die Pfadfinder, kapiert? Aber da fällt mir ein, dass die Frau Lehrerin völlig verrückt nach Accessoires ist. Was hat es dir ihr denn jetzt gerade angetan? Waren es nicht diese Glücksamulette? Ja, vielleicht liegt ja irgendwo eines rum, dann könnten wir ihr das schenken. Warte mal, also als ich neulich ein bisschen auf den Bäumen rumgeklettert bin, da habe ich auf einen von ihnen was blitzen sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Und du meinst, das könnte eines dieser Amulette gewesen sein, Boss? Das war bestimmt was anderes. Auf einem Baum. Okay, räumen wir gegen alle Bäume. Das wird ja lustig. Also wir haben ja ein Glücksamulett, soweit ich weiß.
La 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 la. Ja, so viele Bäume gibt's aber gar nicht, ne? Ach, guck mal. Du hast ein Glücksamulett gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amulettes. Na sowas, du scheinst ja tatsächlich eines gefunden zu haben. Da ist ja ein Glücksamulett. Weißt du, in Wirklichkeit haben wir das ja oben auf dem Baum versteckt, aber ich wusste, du würdest es ganz sicher finden. Alt ist ja Frau Lehrerin Maries Geburtstag und es ist natürlich super, dass wir endlich ein Geschenk haben, aber wir schämen uns ein bisschen, es ihr zu geben. Wie wär's, wenn du ihr das einfach anstelle von uns gibst? Ja, du bist der Einzige, den wir um sowas bitten können. Schließlich bist du so ein anständiger und verlässlicher Kerl. Jawohl! Okay, wir haben aber zwei davon, oder? Moment. Moment. Ich habe keine Ahnung. Oder? Moment. Ja, hier. Uah. Oben seht ihr es. Wir haben zwei Stück davon. Wofür sind die da? Kann man die benutzen? Darf man die benutzen? Ich habe keine Ahnung. La 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 la. Marie, ich habe was für dich. Ein wundervolles Geburtstagsgeschenk. Kann ich etwas für dich tun? Glaub mir, für Kinder habe ich wirklich einen untrügerlichen Blick. Und ich spüre, dass auch, dass aus dir einmal ein ganz vorbildlicher Erwachsener wird, dessen Name in die Geschichte eingeht. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, ja, na sowas. Das ist doch ein Glücksamulett. Weißt du, ich bin wirklich verrückt nach Edelstein. Und diese Amulette sind gerade das Allerheißeste vom Heißen. Na, dann sollte ich es wohl mal ohne Umschweifen annehmen, was? Nein, wirklich, eins genügt mir. Naja, eigentlich hätte ich ja schon lieber 20 Stück, aber das wage ich noch nicht einmal zu träumen. Ich bin ja nun nicht erst seit gestern Lehrerin, da ist mir natürlich sofort klar, dass dir irgendjemand diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Bin ja so glücklich, das ist wirklich ein großartiges Geburtstagsgeschenk. Natürlich will ich mich erkenntlich zeigen und dir auch so ein kleines Dankeschön geben. Streck bitte deine Hand aus. Ein roter Rubin. Er ist so viel wert wie 20 grüne Rubine. Was für ein Glückstag. Und falls du die Kinder siehst, grüß sie bitte recht lieb von mir. Schon süß, dass sie jetzt die Kette als Amulett trägt, oder? Also als Kette trägt. Oh, du bringst mir also wieder Glücksamulette. Wie ich sehen kann, hast du gerade ein Glücksamulett bei dir. Also wenn du mir 20 davon bringst, dann schenke ich dir zum Dank etwas ganz Fantastisches. Also nicht vergessen, Hausaufgaben von der Lehrerin, 20 Glücksamulette sammeln. Nicht lecker, nicht leckern, genau. Nicht kleckern, sondern klotzen, lautet bei mir nämlich die Devise. Aber für dich sollte es doch kein Problem sein, 20 Stück zu finden, oder? Mach mich glücklich. Also wenn das meine Lehrerin sagen würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Okay, also ein Einzelnes nimmt sie gar nicht an. Auch gut zu wissen. Ist ja nicht gut genug. Hey du, das war nicht übel für ein Land um Ranzen. Ich verstehe diese Aussage nicht. Okay, damit haben wir scheinbar tatsächlich hier auf Port Monet die Aufgaben erledigt, oder? Die Sträuche sind lieb, gehen immer zur Schule, wir haben es geschafft. Alle Achtung, nicht schlecht. Danke, danke. Oh Mann, ein schöner Ort, oder? Muss man sagen, ein wirklich schöner Ort. Sieht so süß aus. Okay, auf zu unserem Bötchen. Ich bin echt gespannt, wie das mit dem Segel funktioniert. Junger Mann, oh, junger, mutiger Mann, der du mir versprochen hast, meine Tochter Dolores zu retten.
Mach schnell, bitte mach schnell. Ich bekomme vor lauter Sorge um meine arme Tochter nachts kein Auge mehr zu. Ich bitte dich wirklich inständig. Ich setze die allerhöchste Erwartungen in dich. Ja, ist ja gut. Mensch, nicht gleich so ausfallend werden hier. Okay. Elvis, ich meine, oben der Kerl tanzt immer noch rum. Die perfekte Möglichkeit. Wir reden mal. Hey. Können wir losfahren, Link? Dann tritt an die Seite des Bootes heran und drücke A. Segel setzen. Wow. Der Wind pustet gerade nach Osten, ja? Oh Gott, seht euch an. Ihr erreicht ein neues Gebiet. Seht mal hier. Ihr müsst wissen... Moment, ich muss mal eben anhalten. Geht das? So, also. Kurze Erklärung. Ich habe gerade unten auf dem Wii U Gamepad ein Schachbrett, wenn man so möchte. Und das Schachbrett zeigt in Quadratform... Ja, verschiedene Felder, wie ein Schachbrett eben. Und darauf sind eben auch Präludien oben links, oder? Ne, oben links ist die verwunschte Bastion, unten links liegt Präludien und oben mittig liegt Portemonnaie. Und wir haben also eine riesige Seekarte, die uns hier die Gebiete zeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Ich fürchte fast, nein. Leider nein. Also, wie gesagt, ich habe hier unten auf jeden Fall eine riesige Seekarte, die uns Stück für Stück zeigt, wo wir hin müssen. Und hier haben wir auch irgendeinen Ort. Seht mal hier. Was haben wir denn hier? Einen komischen Stein. Nach Draconia, von hier aus nach Osten. Da ist ein kleines Bötchen auf dem Wasser. Da hätte es ein Loch und da liegen ein paar Rubine drauf. Habe jetzt hier den Ort entdeckt. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie man die Orte freischalten kann, weil auf der Karte unten ist das Quadrat, in dem wir uns gerade befinden, immer noch als unbekannt markiert. Fahren wir mal ganz kurz hier zu dem Bötchen. Was ist denn hier bitte los? Wir sollten keine Zeit verschwenden. Der Ort, zu dem du dich aufmachen sollst, ist auf deiner Seekarte eingezeichnet. Ja, aber ich will mit denen hier reden. Guck mal hier. Ah so. Jo! Das ist aber ein feines Boot, das du da hast. Prächtig, prächtig. Bist du etwa auch auf der Suche nach tief im Meer versunkenen Schätzen? Versuch es gar nicht, es zu leugnen, Junge. In diesen Gewässern hier schwimmt keine einzige müde Sardine. Zum Fischen bist du also ganz bestimmt nicht hier. Nein, 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 mein Lieber. Entweder du bist ein Schatzsucher, genau wie wir hier von Tauch und Co. Oder du bist ein Pirat. Es erfreut unsere taucherbeglockten Augen in Zeiten, in denen sich kein Mensch mehr auf See traut und all lieber ein langweiliges Inselleben
ohne Abenteuer und Aufregungen fristen, einen so mutigen und beherzten Jungen wie dich zu treffen, dem Werte wie Ruhm und Glorie noch etwas sagen. So viel Idealismus für die gleiche Sache, das schafft Verbundenheit. Hier, mein Junge, die hier möchte ich dir schenken, denn Verbundenheit darf nicht nur aus Phrasen bestehen. Außerdem ist ohne natürlich nicht gut Schätze heben. Nimm sie ruhig, keine falsche Bescheidenheit. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Öffnest du sie im Kartenbildschirm, leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Folge der Karte und nähere dich mit dem Boot deinem Zielpunkt, um den Schatz zu heben. Im Kartenbildschirm auf dem Gamepad siehst du rechts vergrößerte Inselkarten, links die Schatzkarten. Stimme das jeweils auseinander ab und suche den Schatz. Drücke Plus, um das Spiel zu pausieren und in aller Ruhe die Karten zu studieren. Um den Schatz zu heben, empfehlen wir einen Greifhaken, der ja früher sehr beliebt beim Volk der Orni auf Draconia war. Glaub mir, damit ziehst du wie am Schnürchen Schätze an Bord. Wohlan, Junge! Auf dass wir alle unser Bestes geben und reichlich feine Schätze heben. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Hey, Rubine! Und da ist der fahrende Händler, glaube ich. Und sieht mal dort, auf dem Floß, da ist jemand. Ja, komm dahin. Ey, ist das ein Gegner? Das scheint echt ein Gegner zu sein. Darf ja nicht wahr sein. Einfach mal hier ein Gegner. Auf hoher See. Na sowas. Oh Mann. Und das ist Draconia, sieht ja unglaublich schön aus. Wie süß das Segel ausklappt, oder? Da-da-la. Da-da-la. So, und einmal ab nach oben. Ist das toll gemacht. Also, wenn ich mir die Karte anschaue... Wie riesig. Ach, oh Gott, und hier? Ah, ich verstehe schon. Okay, die Schatzkarten zeigen immer ein Stück einer Insel. Also eine Karte, auf der man eine Insel sieht. Und da ist dann der Schatz markiert. Und man muss dann sozusagen gucken, in welchem Quadrat sich der Schatz befindet, um dann die richtige Stelle finden zu können. Hey! Seht euch das mal an. Ein eigener Schatz. Hier oben versteckt. Darf ja nicht wahr sein. So. Okay. Ich bin gespannt, hab hohe Erwartungen. Und... Hey! 20 grüne Rubine. Sehr schön. Platsch. Sind wir da. Und wie süß die Möwen mitfliegen. Seht euch an.
Überraschung! Oh, auf unser Bötchen. Okay. Hey, 3 Rubine sogar. Es lohnt sich auf jeden Fall. Okay, jetzt aber auf zur Insel. Ist aber ganz schön riesig, muss ich sagen. Als wenn ich nicht verstehe, ist, warum die Karte oder eher gesagt der Kartenabschnitt, durch den wir gerade gefahren sind, nicht aufgedeckt wird. Okay, jetzt sind wir bei Draconia, glaube ich. Bei unserem Zielort. Richtig? Wow, seht mal da oben drauf. Land in Sicht. Das ist ein Zielort, die Insel Draconia. Draconia. Auf dem Bergipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valo. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt, was? Dins Dimon oder Dimon in Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel, das Volk der Orni. Ah ja, einen Moment noch. Dies ist der Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzubringen. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seine Seite zu haben, aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeiten verfügt. Nun, zu irgendwas wird er schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal probehalber? Versuch dich zuerst am Dreiertakt. Lass den linken Stick unangetastet und schwinge den Taktstock mit Hilfe des rechten Stickes in die Richtungen hoch, runter, rechts, passend zum Rhythmus. Es. Sag bloß, du bist unser musikalisch, Link. Aber sowas von. Ich bin echt eine Niete in Musik. Lass den linken Stick unangetastet, mach ich. Um im Dreiertakt zu bleiben und schwinge dann gemäß der Anzeige den Taktstock mit Hilfe vom rechten Stick in die Richtungen hoch, runter, rechts. Ich hab doch... Ich mach den Stick runter, das klappt noch nicht. Nicht schlecht, das klingt doch ganz schön gut. Als nächstes probieren wir mal einen Vierertakt. Oh Gott. Halte den linken Stick nach links und schwinge den Taktstock mit Hilfe von rechts in die Richtungen hoch, rechts, links, runter, passend zum Rhythmus. Ah, okay. Ah, guck mal hier, die Hand gibt die... Ah, okay. Seht ihr das? Dreiertakt. Oh Gott. Sechser. Vierer.